Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Montag, der 20. November. Ich bin Clemens Benke. Hamburg aktuell, das ist euer Stadtnachrichten-Podcast. Bei uns bekommt ihr die wichtigsten Hamburg-Themen aktuell Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Auf dem Weg in den Sender, wir sind ja hier in der Spitaler Straße, da kommt man an einer Erkenntnis nicht vorbei. Es geht wieder los mit den Weihnachtsmärkten in unserer Stadt. Da wird noch ordentlich gehämmert und geschraubt und am Donnerstag ist es dann soweit. Die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt eröffnen. Spitaler Straße, Gerd-Hauptmann-Platz, Gänsemarkt, St. Petri und natürlich der sogenannte Weiße Zauber an der Binnenalster mit Blick dann auf die Alstertanne, deren knapp 1000 LED-Lampen nach Einbruch der Dunkelheit auch am Donnerstag angeknipst werden sollen. Ja, und was sonst noch geht in dieser Woche, darüber spreche ich gleich mit Matthias Adler, dem Herausgeber des Hamburger Tagesjournals. Jetzt gibt's hier erstmal unseren kurzen Hamburg-News-Überblick mit Markus Stehn aus unserer Stadtnachrichtenredaktion. Erst im Oktober hatte es eine Bombendrohung gegen unseren Flughafen in Fuhlsbüttel gegeben. Das war bei weitem nicht die einzige in Deutschland. Auch gegen Schulen, Behörden und Unternehmen hatten Kriminelle immer wieder mit Bomben gedroht. Jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Verdächtige ermittelt. Sie sollen sich per Mail als Gegner oder Mitglieder von Terrorgruppen wie der Hamas oder dem IS ausgegeben haben. Madeleine, dabei haben sie sogar damit gedroht, Unschuldige zu töten. Sie wollten aufwendige Polizeieinsätze auslösen und für Unsicherheit in der Bevölkerung sorgen. Verdächtigt werden jetzt ein 19-Jähriger aus dem Hohenlohe-Kreis in Baden-Württemberg und ein 30-Jähriger aus Ostwestfalen in NRW. Die Ermittler stellten Computer, Festplatten und Handys in ihren Wohnungen sicher und vernahmen die beiden. Sie glauben, dass die Männer einer größeren Gruppe angehören könnten. Insgesamt hat es seit Mitte Oktober mehr als 250 Bombendrohungen gegeben. In mehr als 30 Fällen musste die Polizei ausrücken, zum Beispiel zum Hamburger Flughafen. Genau. Danke, Madeleine. Dann hoffen wir mal, dass dieser Spuk damit ein Ende hat. Kleines Achtung für alle Fans von isotonischen Getränken. Wenn ihr was von der Wittenseer Quelle Mineralbrunnen zu Hause habt, seid bitte vorsichtig bei der Getränkesorte Wittenseer Isosport Vital Zitrone Kirsche. Der Hersteller hat das Getränk zurückgerufen. Bei 0,7 Mehrwegflaschen ist eine mikrobiologische Abweichung festgestellt worden. So kann sich möglicherweise Schimmel an der Getränkeoberfläche bilden oder das Getränk auffällig riechen. Betroffen ist die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7.9.2024. Ihr könnt die Flaschen im Supermarkt zurückgeben und kriegt den Kaufpreis zurück, auch ohne Kassenbon. Wenn hier bei uns in Hamburg Bäume gefällt werden, kochen die Emotionen schnell hoch. Im Altonaer Volkspark müssen jetzt sogar mehr als 120 Bäume gefällt werden. Es geht hauptsächlich um Rotfichten. Carolina, in diesem Fall geht aber wirklich nichts um die Fällung herum, oder? Die 122 Bäume haben massive Borkenkieferschäden, so das Bezirksamt Altona. Sie sind größtenteils schon abgestorben und könnten nun umfallen. Meist sind es demnach die sogenannten Buchdrucker und Kupferstecher, die Fichten befallen. Das Tückische, wenn der Schaden auffällt, ist es meist schon zu spät und die Borkenkäfer sind weitergezogen. Die jetzt anstehenden Fällungen werden im Bereich des Düsterwaldes westlich der August-Kirch-Straße stattfinden. Gleichzeitig wird geprüft, wann neue Bäume gepflanzt werden können, so das Bezirksamt. Ah, wenigstens das. Danke, Carolina. Aber die Fällungen sind schon richtig. Will ja auch keiner von einer umgepusteten Fichte umgehauen werden. Hamburg aktuell. Tatsächlich die meisten Stadtnachrichten. Was ist diese Woche in Hamburg wichtig, Clemens? Ja, das kläre ich jetzt mit Matthias Adler, dem Herausgeber des Hamburger Tagesjournals. Hallo Matthias, schön, dass du wieder da bist. Hallo Clemens, grüß dich. Matthias, wir starten mal mit einer Nachricht vom Wochenende. Die medizinische Grundversorgung in Hamburg, die droht, sich einschneidend zu verschlechtern. Das schreibt zumindest das Hamburger Abendblatt. Sag mal, worum geht's denn da? Ja, die Linksfraktion in der Bürgerschaft hat eine Anfrage an den Senat gestellt. Da kam heraus, dass es 22 Hausärzte weniger als vor 2 Jahren gibt bei einer gewachsenen Bevölkerung. Das klingt jetzt auf den ersten Blick jetzt gar nicht mehr so dramatisch, aber es gibt eben sehr große Verteilungsprobleme in der Stadt. Stadtteile mit geringem Einkommen haben oft weniger Ärzte als Stadtteile mit einem hohen Einkommen. Und was auch dreut, ist eben die demografische Entwicklung, denn viele der Hamburger Hausärzte gehen auf ihre Rente zu. Und heute, Matthias, ab heute, da kann man wieder das Hamburger Leuchtfeuer unterstützen. Dafür eröffnet jetzt ein Laden im Erdgeschoss des Levante-Hauses. Das ist hier an der Mönckebergstraße. Da war ja früher das Hotel drin, ne? Das Park Hyatt.
Genau, genau. Da werden jetzt 50 Gemälde, Fotografien und Zeichnungen in unterschiedlichen Stilen angeboten. Die hingen eben dort in den Suiten und im Restaurant, in öffentlichen begehbaren Räumen. Das Plakat war ja sehr beliebt bei Prominenten. So könnte es sein, dass Lionel Richie, Justin Timberlake oder Whitney Houston schon mal einen Blick auf die Bilder geworfen haben. Und daneben gibt es noch weitere Dinge, die von Sponsoren bereitgestellt werden. Der FC St. Pauli und der Schokoversum bieten Dinge an. Und es gibt eine Auktion, wo zum Beispiel Karten für das längst ausverkaufte Depeche Mode-Konzert im Frühjahr 2024 beworben werden können. Also eine ganz, ganz schöne Sache, die ja eben auch einem guten Zweck dient. Bleiben wir mal in der Mönckebergstraße. Da haben wir ja auch schon oft über das Jupiter gesprochen, also schräg gegenüber vom Saturn. Das ist das ehemalige Karstadt Spiel und Sport, das zum Kreativkaufhaus geworden ist, wo unter anderem wechselnde Ausstellungen stattfinden. Und heute oder ab heute ist da eine Vernissage zu einer Ausstellung zum Jubiläum einer wirklich ja legendären Hamburger Buchhandlung. Ne? Absolut, absolut. Heute vor 100 Jahren, also wirklich genau heute vor 100 Jahren, wurde die Bücherstube Felix Jud gegründet, so hieß das damals. Mhm. Ist ja wirklich, du hast es gesagt, eine Institution geworden in Hamburg. Sehr viel Prominenz kauft da ein und ist da vor Ort gewesen bei Lesungen. Und seit den 50er Jahren wird dort auch mit Kunst gehandelt. Und ich nehme mal an, deswegen wird es jetzt auch die Ausstellung im Jupiterhaus geben, die heute Abend eröffnet wird. Und am Freitag wird das Ganze dann noch geehrt mit einem Senatsempfang im Rathaus. Jetzt am kommenden Freitag. Und weil wir gerade bei Literatur sind, es gibt noch eine Info für alle Freunde der nordischen Literatur. Heute starten außerdem die nordischen Literaturtage bei uns in der Stadt. Das hat ja auch schon Tradition. Wo werden die denn stattfinden? Wie lange laufen die? Die finden statt im Literaturhaus, geht heute Abend los und geht dann weiter bis zum Donnerstag. Die Tage gibt es seit 1986. Da gab es mal eine Buchhändlersammlung in Hamburg und jetzt eben nahe der in Skandinavien ist, hat man daraus die Nordischen Literaturtage gemacht, die es jetzt eben seit 1986 im Zwei-Jahres-Turnus immer hier gibt. Matthias, ein anderes Thema, das uns aber aktuell ja mehrfach begleitet, ist der Einstieg der Reederei MSC beim Hamburger Logistikkonzern bei der Hala. Dagegen wollten die Hafenmitarbeiter jetzt in dieser Woche demonstrieren am Mittwoch. Die Demo ist jetzt abgesagt worden. Warum eigentlich? Ja, das ist ein relativ banaler Grund. Die Gewerkschaft dachte, dass die Bürgerschaft sich am Mittwoch, dann tagt sie, mit dem Thema beschäftigen wird. Das Prozedere dauert aber wohl länger. Es gab letzte Woche eine ganz interessante Versammlung, wo SPD und Grüne mit Hafenarbeitern zusammengekommen sind, wo rauskam, dass die Bürgerschaftsabgeordneten noch gar nicht wissen, worüber sie da abstimmen sollen beim Einstieg der MSC, aber haben schon erklärt, dass die Hölle zufrieren müsste, wenn sie es nicht tun würden. Also das Thema, das wird uns sicher noch weiter beschäftigen. Ja, vor allem die Hafenarbeiter sind ja absolut gegen diesen Einstieg. Absolut, also da wird es auch weitere Demonstrationen noch geben. Am Wochenende gab es ein großes Interview von Hafensenatorin Melanie Leonhardt und Finanzsenator Andrea Pressel im Abendblatt. Da haben sie die Hoffnung geäußert, dass auch die Hafenarbeiter den Sinn dieses Deals noch verstehen müssen, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen Zeit ins Land. Wer diese Woche oder jetzt vielleicht auch am Wochenende ins Miniaturwunderland möchte, der kann jetzt dort auch wieder eine frisch renovierte Abteilung bewundern. Also da wird ja immer wieder neu aufgestockt und gebaut. Und jetzt gibt es eben eine neue Abteilung. Und da hat man sich auch wirklich ganz doll Mühe gegeben, offensichtlich wieder. Was geht's da genau, Matthias? Absolut, das ist also eigentlich relativ banal. Das Miniaturwunderland ist ja dafür bekannt, neue Welten zu eröffnen aus fremden Kontinenten. Aber diesmal hat man sich mal seine Heimat besonnen sozusagen und hat die Speicherstadt neu kreiert. Da gibt es ein ganz tolles Video dazu, wie das gemacht wurde. Und da wiederum ist ja auch das Miniaturwunderland abgebildet. Und in das kann man als Besucher von oben reingucken und dann wird es eben sehr kleinteilig, auch was da gezeigt wird von den Häusern. Ja. Also das ist wirklich ein unglaubliches Gefummel. Also ganz, ganz großen Respekt für die Menschen, die das da zusammenlöten. Also das gibt ja viele Gründe, das Miniaturwunderland zu besuchen, aber das ist jetzt eine neue Attraktion, die sich eben auch zusätzlich nochmal anzuschauen lohnt.
Ja, muss ich auch unbedingt mal wieder hingehen. Es ist schon ganz, ganz lange her, dass ich da war. Wann warst du denn zuletzt da? Oh, das ist, glaube ich, ein Jahr her. Da gab es die Erweiterung von irgendeinem Abschnitt dort. Mhm. Aber ich bin da immer wieder gerne, immer wieder fasziniert. Ja, ja. Das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen. Wir feiern nochmal einen Geburtstag in dieser Woche einer, ich sage jetzt mal, jungen Hamburger Institution, naja, 20 Jahre, der Hamburger Media School. Sag doch nochmal was dazu. Da finden ja auch Feierlichkeiten statt in dieser Woche. Genau, das wurde eben, wie gesagt, vor 20 Jahren gegründet. Da hatte man ein bisschen Sorge um die Entwicklung der Hamburger Medienlandschaft. Das war die Zeit, als der eine oder andere nach Berlin ausgewandert ist, Musikverlage, die Bild-Zeitung. Und da hat man sich dann zusammengeschlossen, eine Public-Private-Partnerschaft, also von Stadt, Kulturbehörde und aber eben auch 50 Unternehmen aus der Branche, die sich dort zusammengeschlossen haben. Und da ist wirklich was Tolles draus geworden in den letzten 20 Jahren. Also das ist ein Erfolgsunternehmen, ne? Eine Erfolgsgeschichte, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, absolut, also für alle Bereiche, also mit dem sozusagen Medienmanagement gelehrt. Es gab damals ziemlich viel Gehasel um die Integration des Filmstudiums. Und das hat sich wirklich sehr gelohnt. Da ging es ja auch in den letzten Wochen durch die Presse. Da macht die HMS wirklich eine tolle Nachwuchsarbeit und hat jetzt zum zweiten Mal schon den Studenten-Oscar gewinnen können. Ja, ganz tolle Sache. Und es gibt eine Feierlichkeit im Rathaus am Ende der Woche, glaube ich, ne? Genau, am Freitag findet ein großer Empfang statt, 500 Leute. Philipp Westermeier zum Beispiel hat die OMR gegründet, auch der hat dort gelernt. Mhm. Also das wird ein ganz großes Beisammensein der Hamburger Medienszene werden. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, können wir auch nochmal berichten nächste Woche darüber, wenn wir uns wiedersehen. Wir müssen nochmal über die Alster-Schwimmhalle reden. Ne? Da wurde jetzt auch lange, lange, lange daran gebaut und es gab auch immer wieder Zwischenstände, auch von uns. Jetzt ist die Eröffnung schon ganz, ganz nahe gerückt. Der Termin steht fest. Genau, es wird am Freitagabend eine Eröffnungsrede von Peter Tschentsch geben. Ich glaube, am Montag startet dann der reguläre Betrieb. Die Alster-Schwimmhalle hat ja eine ganz große Tradition, ist auch 50 Jahre alt geworden, ist ja ein beeindruckendes Bauwerk, ist jetzt eben komplett saniert, aber eben auch erweitert worden. Die Wasserfläche wurde um 25% gesteigert, plus natürlich die ganzen energetischen Anforderungen sind dort jetzt viel besser umgesetzt worden. Also ich glaube, das ist etwas, worauf die Hamburger sich wirklich, wirklich freuen können, wenn sie wieder ihre Alster-Schwimmhalle jetzt in diesem modernen Gewand besuchen können. Ja, ich bin auch sehr gespannt darauf. Wir sind schon am Wochenende. Was liegt da an, sportlich zum Beispiel? Ja, da läuft der rollt der Ball hier in der zweiten Liga nach der Länderspielpause. Der HSV erwartet am Freitag Braunschweig zu Hause. Da sind sie ja immer ganz gut und Braunschweig ist Tabellenkeller. Insofern kann das eine gute Sache für den HSV werden, der Selbstvertrauen braucht. Denn in der kommenden Woche, also in der Woche darauf, steht dann das Derby beim FC St. Pauli an, der sich am kommenden Wochenende schon mal in Rostock beweisen muss. Da gibt es auch eine ausgeprägte, also da mögen sich die Fans nur so gar nicht. Mhm. Und das ist auch eine ganz gute Vorbereitung auf das Derby, was dann am 1. Dezember stattfinden wird. Ja, alles klar, Matthias. Und die Weihnachtsmärkte, die sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Die starten nämlich jetzt am kommenden Donnerstag. Da wird schon ordentlich aufgebaut hier bei uns vor der Tür auch. Ja, das sieht man schon sehr in der Stadt überall. Absolut. Überall kommt das hoch. Ich war letzte Woche schon unterwegs. Also auch der Weihnachtsmann wird über den Rathausmarkt fliegen. Insofern, das geht jetzt hier alles ganz schnell seinen weihnachtlichen Gang. Hamburg ist schon in Weihnachtsstimmung. Matthias, ich danke dir sehr für die Einschätzung und für die Einordnung der Themen, die diese Woche so auf uns zukommen. Ja. Und freue mich, dass wir dann am Montag wieder miteinander sprechen. Tschüss. Schöne Woche für dich. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2, Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Und morgen geht's ins Kino hier bei Hamburg aktuell. Zwei echte Filmkenner, Hans-Michael Bock und Erika Wottrich, die kommen zu mir ins Podcast-Studio. Wir sprechen dann ganz ausführlich über ganz besondere Filme, die zurzeit bei uns in der Stadt laufen, die man sonst nicht sehen kann. Da sind wirklich wahre Schätze dabei beim 20. Cinefest, dem internationalen Festival des deutschen Filmerbes. Mehr dazu morgen in der nächsten Ausgabe von Hamburg aktuell. Abonniert uns, empfehlt uns weiter. Für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss. Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.